Wir bleiben natürlich noch ein bisschen auch bei der Kanzlerin. Die hatte nämlich heute noch einen weiteren Termin, bevor sie eben Emmanuel Macron treffen durfte. Der 9. Petersberger Klimadialog in Berlin stand auf dem Programm. Und mit dabei auch der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki. Katowice steht im Grunde für das, was auch uns beschäftigt in Deutschland, den Strukturwandel in einer Region, die durch Schwerindustrie, die durch Bergbau gekennzeichnet ist und wo Wandel im Sinne des Klimaschutzes gestaltet werden muss. Und das ist alles andere als eine einfache Sache. Und da wird dann das Thema Klimaschutz auch sehr konkret. Im letzten Jahr hatte mit der Republik Fidschi erstmal ein besonders vom Klimaschutz betroffener Inselstaat die Präsidentschaft der Klimakonferenz. Und daraus entstand ja dann der Talanoa-Dialog. Und hinter diesem klangvollen Namen verbindet sich ein bestimmtes Verfahren, wie es auch im ganzen pazifischen Raum angewandt wird. Es geht darum, statt sich in Interessengegensätzen zu verlieren, Gemeinsamkeiten herauszustellen und das erleichtert, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Und so kann man sich mit frischem Ehrgeiz daran machen, das Pariser Klimaschutzabkommen einmal mit einer anderen Methodik umzusetzen. Und das tut uns ja als Europäern, die wir gerne die Gegensätze sehr hart ausfechten, gut, auch mal aus anderen Regionen die Herangehensweise kennenzulernen. Ich möchte deshalb dem Ministerpräsidenten ganz herzlich von Fidschi danken für das, was Sie für dieses Klimaschutzabkommen getan haben. Wir haben uns als Weltgemeinschaft sowohl auf das Abkommen von Paris, aber eben auch auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verständigt. Beides war ein großartiger Erfolg. Und um daraus einen historischen Erfolg zu machen, geht es natürlich nun darum, das Vereinbarte auch wirklich umzusetzen. Das muss ja die Aufgabe sein. Und deshalb möchte ich sagen, die Bundesregierung steht voll und ganz zum Klimaabkommen von Paris. Denn eine ambitionierte Klimaschutzpolitik hilft nicht nur, die schlimmsten Folgen des Klimawandels einzudämmen, sie bietet auch neue Chancen für Innovationen und damit für Wachstum und Wohlstand weltweit. Ich bin heute hier eigentlich nur deshalb, weil das Klimatreffen COP24 dieses Jahr in Katowice stattfindet. Aber die eigentliche Ursache, der eigentliche Grund ist das Bestreben Polens, eine nachhaltige Entwicklung nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft zu erreichen. Und dazu gehört auch das Klima. Im vergangenen Jahr hat unsere Regierung eine Strategie für eine verantwortungsvolle Entwicklung verabschiedet. Ich koordinierte die Arbeiten. Und wir haben dort viele Themen, die die Klimapolitik betreffen, verhandelt und einbezogen. Ja, wir sehen eben unsere Verantwortung für diese Klimapolitik, denn wir erben unsere Planeten von unseren Eltern und überlassen diesen Planeten auch unseren Eltern. Mein Land wird nun zum dritten Mal die Präsidentschaft von COP übernehmen, dieses Jahr natürlich in Katowice. Und das ist eigentlich das Schlüsselwort. Das Wort, die Verantwortung, ist sehr wichtig, denn das Klima überschreitet jegliche nationalen Grenzen und nur eine koordinierte globale Politik kann hier wirksam sein. Heute treffen wir uns im partnerschaftlichen Geist, um gemeinsam nachzudenken über unsere Zukunft und auch das Klimatreffen in Katowice entsprechend vorzubereiten. Unser Ziel ist die goldene Mitte, nämlich die Sorge um die Umwelt soll natürlich auch nicht unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung hemmen, bremsen. Wir müssen also einen gemeinsamen Nenner dabei finden. Wir müssen daran denken, dass jedes Land trotz des gemeinsamen Ziels von einem anderen Niveau ausgeht und ein unterschiedliches Energiemix verfügt.